Vor mir steht Karl-Heinz Gräfen, Trainer des SV Zeltingen-Rachtig. Kalle, sehr intensives Derby und Spitzenspiel zugleich. Wie fällt denn dein Fazit aus nach diesem 2:0 Erfolg? Also ich muss erstmal ein ganz großes Kompliment an alle Spieler machen, die sich reingeworfen haben in die Zweikämpfe, wie sie hinten verteidigt haben. Haben gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft gewonnen. Haben, denke ich mal, taktisch vieles richtig gemacht. Ich bin froh, dass ich am Sonntag in Reil war und ein paar Notizen gemacht habe. Gut, du hast schon darauf angesprochen. Sehr akribische Vorbereitung. Der Fatih Sösen hat mir auch gegenüber gesagt, dass die Mannschaft sehr gut eingestellt worden ist. Was war denn heute entscheidend? War die taktische Disziplin, die er da Platz gebracht hat, überragend? Also vorne unsere Spitzen waren extrem zweikampfstark, sind unheimlich viel gelaufen. Das 1:0 hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt. Das stellt natürlich den Spielverlauf so, ich glaube, die Spielverlauf ist zwingend wieder. Aber letztendlich ist es Gröf nicht gelungen, hinter die Kette zu kommen. Ich habe ein bisschen das Flügelspiel vermisst bei denen. Und das waren Dinge, die uns einfach in die Karten gespielt haben. Und wir dann den zentralen Bällen, auch immer Domme Henschen, der hat ja sehr, sehr sicher, sehr viel Sicherheit ausgestrahlt hat, dann einfach unsere Bälle waren. Das war für mich sehr unterschiedlich. Ja, mit dem Sieg heute ist das Titelrennen wieder ausgeglichener, spannender geworden. Wie schätzt du denn die gegenwärtige Konstellation ein, gerade im Hinblick auf die nahende Winterpause? Gut, wir haben noch ein Nachholspiel, das müssen wir gewinnen, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist am Mittwoch in Neumagen, das wird auch ein sehr kampfbetontes Spiel. Das Spiel heute hat viel Körner gekostet, die Mannschaft. Wir sind froh, dass wir einen Tag noch mehr Zeit haben. Wie das Spiel ausgeht, das müssen wir entscheiden, das müssen wir für uns entscheiden, wenn wir das Spiel gewinnen. Sie haben aber wirklich Tuchfühlung. Und dann auch, muss ich auch sagen, hinten dran steht Blankenrad, hinten dran steht Feldens, die auch eine sehr, sehr gute Saison spielen. Auch Rosan Monster natürlich. Okay, Kalle, dann danke ich dir. Ja, danke dir auch.